Da sind wir wieder. Welcome back to Mass Effect. So, jetzt wollen wir uns mal um die Zuflucht kümmern, wa? Die hat jetzt lang genug gewartet, während wir uns in der Arena ein bisschen amüsiert haben. Wird Zeit, dass wir ein bisschen mit der Hauptquest weitermachen. Da. Das Schattenmeer, jawohl. Landung auf Horizon. Na, wollen wir? Na, ich denke, ich nehme gleich mal Ashley mit. Die hat ja großspurig gesagt, sie war ja schon mal hier. Was ja auch stimmte. Und Liara. So. Liara wäre ja laut Reihenfolge dran. Aber Ashley ziehe ich jetzt kurz vor. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ah, das Gewicht ist jetzt schon im blauen Bereich. Aber ich kann es halt auch nicht leichter machen. Schade. Naja, egal. Okay, auf zur Zuflucht. Also, was wissen wir, Commander? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Na dann? Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal auf der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Oriana. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Oriana. Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Oriana? Das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Ah. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Okay. Also ist wahrscheinlich mit Reaper zurecht. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Oh, oder Cerberus, ja. Wachsam bleiben! Ganz schön viel Zerstörung. Größeres Feuergefecht. Ja, so sieht's aus. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Na toll. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Gesehen. Nicht nur eine Heuschrecke. Phantome! Ich hasse diese Typen! Wow, da ist der Kopf weggeplatzt. Auf den Scharfschützen achten! Jetzt nicht mehr. Loch in der Wand. Halleluja. Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Die nicht geglückt ist. Und anscheinend haben die Reaper auf sie geschossen. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Jo. Cerberus gegen Reaper. So muss das sein. Hm. Nur warum? Und vor allen Dingen, warum hier? Hm. Naja. Sind die Reaper jetzt auf unserer Seite? Mua! Willkommen in der Zuflucht. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Oh. Cerberus Shuttles. Da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung.
Ha. Huh. Okay. Hihi. Ich kann gar nicht ins Feuer gehen. Registration. Aha, aha. Und hopp. In Ordnung. Was denn? Aufnahmen der Überwachungskameras. Das war eine Art Empfang. Die Flüchtlinge wurden sortiert. Okay. Sehen Sie nur, wie viele es waren. Los, suchen wir weiter. Da wird gerade gescannt, ja. Um die Registrierung zu beschleunigen, aber warum? Befolgen Sie bitte die Anweisungen des Personals der Zuflucht. Nö. Ich mag aber nicht. Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Stunden meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Zuflucht selbst wechseln kann. Ich habe Schuldgefühle wegen des Upgrades von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer an der Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigungen. Eine Woche noch. Okay. Na gut. Empfangsloks. Verteilungsquoten bei Zivilisten. Erwachsene 60% zur Integration, Kinder 85% zur Integration. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichterer Weiterverarbeitung beibehalten. B. Leichtere Weiterverarbeitung? Wird denn hier noch weiterverarbeitet? Was ist das? Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich in den letzten 2 Wochen verdoppelt. Ich habe gehört, die Leute verlassen draußen vor dem Haupttor einfach die Shuttles. Sie können sonst nirgendwo mehr hin. Wir müssen da draußen unbedingt provisorische Unterkünfte aufstellen, bis alle untergebracht werden können. Naja, Zuflucht, ne? Da werden eine Menge Leute hingehen wollen, würden. Naja, irgendwie so. Oh, da liegt noch was. Inventarloks. Da muss ich gleich auch nochmal hin. Shuttles abgestürzt. Meldung 2139. Ein verbotenes Kommunikationsgerät wäre fast am ersten Screening vorbeigekommen. Die Scanner-Software wurde neu justiert. Es wäre nie durch den zentralen Störsender gekommen, aber wir können nicht riskieren, dass ein einziges Signal den Planeten verlässt. Meldung eingereicht. Klingt wie Bailey. Das nervt langsam, wenn das Gequatsche von außenrum da immer mit reinquatscht. Das muss eine weitere Landezone sein. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, reinzudürfen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Tja, gute Frage. Wir weisen darauf hin, dass Kommunikationsgeräte innerhalb der Zuflucht nicht funktionieren. Lebt hier noch jemand? Anscheinend nicht. Oh. Ich habe hier ein Fragment von irgendeiner Aufnahme. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber ich schicke das hier weg, sobald es geht. Meine Kleine ist krank, deshalb bin ich weg. Ich liebe dich, aber ich muss mich um sie kümmern. Die Krankenhäuser haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen und ich konnte mir von dir keine Credits leihen. Ich weiß gar nicht, woher ich von der Zuflucht weiß. Irgendwo gehört vermutlich. Es klang perfekt. Ein Versteck, weißt du? Nur bis es ihr besser geht. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich diese gewaltige Anlage. Wir werden bereits erwartet. Okay. Noch eins. Ab, noch eins. Oh. Wir landen in wenigen Minuten. Du solltest das hier sehen, Dad. Es ist erstaunlich. Ich nehme ein paar Sachen auf und schicke sie dir dann. Sie haben uns gewarnt, dass wir keine Kommunikationsgeräte benutzen dürfen, bis wir die Formalitäten hinter uns haben. Was habe ich dir gesagt? Die Sicherheit ist erstklassig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis du auch kommst. Hoffentlich hat der einen besseren Ankunftsort gefunden als hier drin. Sieht nicht so geglückt aus. Vor uns, Commander. Verluste auf beiden Seiten. Tatsächlich. Reaper und Cerberus. Wow. Cerberus! Hey, den hast du da mal gut hingestellt. Hübsch. Noch Fragen? Och, ist er weg, schade. Ha. Ein Beobachtungsdeck. Das ist eine Sackgasse. Wir brauchen einen Ausgang. Weitersuchen. Was gibt's denn hier Schönes? Ach, okay, scheint kaputt zu sein. P.
Pistole, was? Was? Pistole, was? Was? Zielfernrohr. Oh. Mitnehmen. Ich hab doch Miranda gerade gehört. Was ist das? Das ist Miranda. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Okay. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay. Okay. Also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas ihren Vater. Wie passt das alles zusammen? Hm, gute Frage. Wow, hier gibt's sogar einen Pool. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Das Wasser. Also was der alles kann. Das ganze Brimborium. Sie mussten etwas verbergen. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Juhu. Was du nicht alles kannst, ey. Sogar ein Sicherheitssystem. Einfach mal ebenso umgehen durch zwei Knopfdrücke. Alle da? Sieht aus wie Reaper-Technologie. Ganz sicher. Irgendwie hat Cerberus einen Weg gefunden, sie zu benutzen. Okay. Die Antwort muss hier irgendwo sein. Und Miranda steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Freiwillig oder unfreiwillig? Uiuiui. Ui, ui. Okay, also in die Anlage sind wir schon mal reingekommen, so wie es sieht. Sieht eher aus wie eine Fabrik als wie ein Flüchtlingslager. Ne? Irgendwie schon. Oh, safe. Wieder Kohle. Munition? Nö, hab ich. Ja, so ein Lager würde ich auch schätzen, dass es anders aussieht. Eine Art Befehlszentrale. Abgeschaltet. Suchen Sie einen Schalter. Ein Schalter suchen? Ah, okay. Ich bin zumindest dran vorbeigelaufen. An dem einen einzigen Schalter, der hier nur vorhanden ist. Hauptschalter. Jetzt. Okay. Was geht da vor? Oh. Das sind Flüchtlinge. Ach. Sie töten sie einfach. Scheiße. Schlimmer. Sie werden in Husks verwandelt. Doch gar nicht. Na, tolle Zuflucht. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Entschuldigung. Wollte dich erschrecken. Cool, die können sogar an Fenstern klettern. Spider-Husks, Spider-Husks. Los! Was denn los? Ach, zum Turm. Da durch? Ja toll, waren ja gerade die ganze Husks. War ja klar, dass wir da durch. Hirnlose Husks herzustellen ergibt keinen Sinn. Dahinter muss mehr stecken. Vielleicht haben die ja Hirn. So ein Gemetzel an so viel. Persönlicher PDA. Bestätigt. Ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung zugefügt. Was? Die Reaper haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. Für die Reaper? Eine Bedrohung? Schalte die Energieversorgung ab. Nämlich? Da ist er. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Die Reaper? Die sind aber schon drin. Die waren ja schon drin, wenn man so will. Oh, shit. Kai Leng. Sie weiß nicht, dass er hier ist. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Oh, oh. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Das könnte zu viel für Miranda werden. Gegen ihn.
Da wollen wir uns doch mal schnell Fußes dorthin bewegen. Das überrascht mich nicht. Das ist eine Waffe, wa? Oh, dann brennst du eben so. Die Waffe ist cool. Wo die herkommen, gibt's sicher noch mehr. Ach, ich habe genug Munition, das reicht schon. Nur wo kommen die her? Verarbeitung schrittweise verbessert. Subjekte gibt es genug. Man hat mir gesagt, sie würden vor dem Haupttor Schlange stehen. Der Betrug ist bedauerlich, muss aber sein. Wir haben wenig Zeit. Okay. Das ist wohl der Vater, wa? Ja, super Sache. Wir haben die Ergebnisse der Cerberus-Experimente mit den Husks bestätigt. Ein kruder, aber notwendiger erster Schritt bei der Entschlüsselung der Reaper-Kommunikation. Wichtig ist, wie das Reaper-Signal mit den Naniten interagiert, die dem Subjekt implantiert wurden. Wir stehen noch am Anfang, machen aber Fortschritte. Oh oh. Die wollen die Kommunikation von denen? Okay. Doch wohl nicht, um eigene Reaper herzustellen. Reaper getroffen! Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Mehr. Die ist ja weg. Ach da. Versteckt sie noch da oben. So, jetzt Feierabend hier. Hier hatte ich doch noch Munition. Ja, genau. Was gibt's hier? Okay, also der Vater arbeitet an irgendwelchen Kommunikationen mit den Reapern. Will er ihnen schreiben? Schreiben und Lesen beibringen vielleicht. Dann hätten wir Hirnhasks. Also Husks mit Hirn. Oh, oh. Das könnten gefährliche Husks sein, wenn sie erstmal denken können. Oh, 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 oh. Ah, okay, ist eine Scheibe hinter. Okay. Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Die Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Okay. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Die ganzen Leute. Ja. Weiter. Ja. Verdammt. Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden. Aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Okay, also sie haben rausbekommen, wie Reaper hergestellt werden. Oder zumindest Husks und so weiter. Reaper-Indoktrination untersuchen. Ja, okay. Fortschrittsupdate. Abgelehnte Subjekte haben sich als nützlich für genetische Vortests erwiesen. Die Sterberate beträgt natürlich 100%, aber die dabei gesammelten Daten sind entscheidend für die Verbesserung der weiteren Tests an brauchbaren Subjekten. Anmerkung: Nur Personal mit Sicherheitsabfrage Alpha 3 und höher darf den Testbereich für genetischen Abfall betreten. Sicherheitsverletzungen aller Art führen zur sofortigen Aufhebung des Vertrags. Ja, und werden wahrscheinlich mit. Ja, verforscht, nennen wir es mal so. Wechseln gleich die Seite der Zellenwand. Okay. Das Terminal ist beschädigt. Moment! Die Reaper wollten den Laden ausschalten. Vielleicht gibt's hier Antworten. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert?
Ich hab's. Gehe zum Turm, um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Aha. Flüchtlinge mit Nahrung und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Und so einer ist Vater? Ich glaube nicht, was ich da höre. Sie sagte, die Indoktrinierten wurden an den Unbekannten ausgeliefert. Darüber können wir ihn aufspüren. Gute Idee. Ja. Los, Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Okay, das wird immer ärgerlicher. Oh, was hängt da? Rennen doch hier bestimmt jetzt gleich wieder Gegner. Es wird eng. Kontrolliertes Feuer. Naja, so eng ist es aber nicht geworden. Oder ist hier noch jemand? Ja, doch. Sag, ich höre doch noch irgendwas. Willst du dich verstecken, wa? Kleiner Scheißer. Ja. Oh, hier kann ich. Okay, alles klar. Hier kann ich was untersuchen. Aber erstmal werde ich hier. Oh! Die Casa Locust! Yeah! Ich hab sie wieder. So, hier kann ich gar nichts nachschauen. Okay. Was kann ich denn hier? Wo kann ich denn hier wieder ein bisschen mir was anhören? Da. Locker. Die Herstellung der Husks war unser erster Erfolg. Es sind zwar keine echten Husks, aber sie reagieren auf Reaper-Signale. Es wartet noch viel Arbeit, aber es geht voran. Okay. Ach, die wollen ihre eigenen Husks machen, oder was? Die dann auch noch auf sie hören, deswegen die Kommunikation, wa? Wir sind nah dran. Den Indoktrinationsprozess zu verstehen ist eine Sache, aber ihn für unsere Zwecke zu nutzen ist etwas völlig anderes. Scheiße. Das ist Fließbandwissenschaft. Die Zahlen und die ständige Wiederholung nehmen uns das Denken praktisch ab. Effektiv, aber Entdeckungen brauchen Langsamkeit. Ah. Krank. Also so langsam aber sicher. Vater arbeitet für den Unbekannten. Aha, okay, da muss ich also hin. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. So, hier ist wieder irgendwas. PDA. Internes Memo. Prozessvereinfachung. Um unsere Abfallbeseitigung zu vereinfachen, wurde unseren Verseifungsentsorgungssystem eine leistungsstarke Verflüssigungssubstanz hinzugefügt. Ziel dabei ist, dass unsere Systeme die Menge verarbeiten kann, mit denen zu rechnen ist, wenn mehr Subjekte in der Anlage eintreffen. Als Folge dieser Maßnahmen müssen sämtliche Mitarbeiter im Entsorgungsbereich zu jeder Zeit Schutzanzüge der Stufe 4 tragen. Alter! Das gibt's doch gar nicht. Schwerer Widerstand vor dem Turm! Wenn Sie das hören, ich habe Beweise, die unwiderlegbar sind! Bestätigung, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Verbindung hergestellt. Okay. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Lawson. Machen wir es kurz. Können Sie es schaffen? Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Okay. Er redet von Kontrolle über die Reaper, oder? Ist das überhaupt möglich? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest ab. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Ach du Scheiße. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Mhm.
Sie haben Cerberus durchschaut. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Oh ja. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Für die Zivilisten Commander, ist es zu spät. Da ist noch mehr. Was? Sehen Sie. Ach du Scheiße. Verdammt. Hoffentlich ist sie bereit für ihn. Na, hoffen wir es. Hoppala. Wow. Shepard. Einen Ausgang suchen. Sie decken sich zur Wehr. Wir sind nah dran. Weiter. Okay, Munition muss her. Ah, na super. Sporenkapsel, das ist nicht gut. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Was? Warum? Ich brauche erstmal Munition. Ah. So. Jetzt machen wir hier mal Schluss hier mit Sporenkapsel. Es hackt. Nix wird hier gesporen und gekapselt. So, hier war jetzt auch keine Munition mehr. Nee. Sieht ziemlich hier aus. Ah, Muni. So, aber hier war noch was. Zack. Da. Aha. Forschungsdaten. Achso, 3000. Ja, klar. Nehme ich mit. Wir haben die Stärke des Reaper-Signals unterschätzt. Sie sind hier. Die Reaper wissen irgendwoher, was wir über sie gelernt haben. Ja. Sie haben eine Schwäche. Ich archiviere unsere Forschungsdaten, bevor er losgeht. Cerberus hat Truppen zur Verteidigung der Anlage gegen die Reaper. Ja, hat nur nicht gereicht, hä? Befehlssequenz eingeleitet. Hast freilassen. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Oh mein Gott! Okay. Ein Weg hier raus! Oh ja. Ein Weg hier raus! Ja, ich hab's ja gesehen. Und hopp. Die bringt uns näher an den Turm. Ja, tun sie das. Hier entlang. So. Oh. Hier ist Highlife. Oh. Wow. Da kommen sie! Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite. Wer kommt denn? Oh. Da ist noch jemand. Nichts wie hin. Oh ja, unbedingt.
Okay, die Pistole ist definitiv sehr gut. Oh, oh, da liegt eine Waffe drin. Okay, ich muss irgendwie gucken, wie ich die Dinger aufkriege. Ein Durchgang! Dann los! Was? Wo denn? Oh, oh, ja, das ist gut. So. Und da oben sind auch nochmal Munition. Oh, hier ist ein offener Husk. Also ein offener Käfig mit einem Husk. Mit einem Husk! Oh mein Gott. Hier hoch. Kapselstatus aktivieren. Kapselstatus. Kapsel 1, Fremdmaterial vorhanden. Kapsel 2, Kapsel beschädigt. Kapsel 3, Subjekt deaktiviert. Kapsel, manueller Override. Öffnet die sich jetzt? Ah ja. Aber der bewegt sich nicht, okay. Na, da krieg ich doch jetzt bestimmt die Waffe. Also die war ja eh beschädigt. Ja! M99 Saber. Okay. Das ist ein Sturmgewehr. Okay. Also nichts für mich. Aber macht ja nichts. So, hier geht's weiter, ja? Da ist der Durchgang. Okay. Wie sieht's hier aus? Forschungsdaten. Jo. Munition kriege ich nicht. So, da wollte jemand rein. Da wollten die rein. Zugang zum Turm gewährt. Ah, wir sind schon im Turm. Bin ich da jetzt alleine? Oh, nee, doch nicht, okay. Sie haben's gehört. Bereit machen. Oh ja. Oha. Hier scheint was los zu sein. Shepard! Oh, sie... Commander Shepard, perfektes Timing. Na. Die Waffe runter. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg! Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich will nur Orianna und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Sie kriegen dafür ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut. Nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Oh. Kein Deal. Wow. Okay. Das war wohl mal der Fall. Hat er dich verletzt? Bist du okay? Ja. Alles gut. Du bist jetzt sicher. Mir geht's gut. Aber ich will hier weg. Hm. Gleich. Gib mir eine Minute. Mann, Mann, Mann. Commander Shepard, Sie hier zu treffen. Es war eine Gelegenheit. Sind Sie in Ordnung? Wird schon wieder. Wirklich. Keine Ahnung, wie Sie es geschafft haben. Aber ich bin froh, dass Sie da sind. Tja. Wie haben Sie das gemacht? Als ich wusste, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet, war er leicht zu finden. Ich musste nur den Lügen folgen. Als ich erkannte, was das hier wirklich war, musste ich bleiben. Natürlich. Kompliziert wurde es erst, als die Reaper auftauchten. Und Kai Lang. Sie haben überlebt. Das hätten nicht viele geschafft. Als Sie erwähnten, dass er mit drin hängt, habe ich Vorkehrungen getroffen. Zum Glück. Ja, wenn wir uns mit Miranda in den vorherigen Sachen nicht unterhalten hätten, wäre sie jetzt tot. Das Ganze war ein gewaltiges Risiko, Miranda. Sie hätten mich verständigen sollen. Sie müssen einen Krieg gewinnen, Shepard. Das war mein Kampf. Und er war längst fällig. Sie haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich wünschte nur, meine Schwester hätte das alles nicht gesehen. Tja. Wegen ihres Vaters. Ich bin froh, dass er weg ist, Shepard. Tut mir leid, wenn das kalt klingt. Nein, ich verstehe. Es ist endlich vorbei.
Für uns beide. Wir müssen nicht mehr weglaufen. Das ist richtig. Statusbericht. Können wir Infos von hier gebrauchen? Die Forschungsdaten sind weg, aber es gibt Informationen über die Anlage. Den Shuttle-Flugplan, einschließlich Cerberus. Nichts Direktes, aber ein guter Anfang. Holen Sie aus dem Computer, was geht. Wir nehmen alles zur Analyse mit. Ich kann mehr tun als das. Was? Ich habe Kai Leng vor seinem Start einen Sender angehängt. Damit können Sie ihn bis zum Unbekannten verfolgen. Ui! Wow, oh, cool. Einen Sender? Sie haben wohl an alles gedacht. Nicht ganz, aber niemand ist perfekt. Na gut. Danke, Miranda. Genau das haben wir gebraucht. Ja. Eine gute Nachricht kann nie schaden. Verdammt richtig. Was haben Sie zwei jetzt vor? Ich bringe Sie in Sicherheit und versorge den Kratzer. Okay, ich muss die Spur verfolgen. Ich melde mich, Shepard. Bald. Hoffentlich. Komm, Ori. Ich habe genug von Vaters Gastfreundschaft. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Cortez, holen Sie uns am Turm ab. Verstanden. Oh Mann. Ich habe genug von diesem Ort. Das als Zuflucht. Boah. Übel. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Oh ja. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja, Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut, damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. Oh ja. In der Tat. Wir müssen Cerberus vernichten und dann sind die Reaper dran. Ganz meine Meinung. Hackett, Ende. Yes. So. Kriegsaktivpost. Haben wir da jetzt was bekommen? Also, gucken wir doch gleich mal. Ja, wir haben was. Ex-Cerberus. Was haben wir denn da bekommen? Ach, Miranda. Yeah. Miranda Lawson ist eine ehemalige Cerberus-Agentin. Ihre Intelligenz, Hingabe und Führungsqualitäten beeindruckten den Unbekannten und er übertrug ihr die Leitung des Lazarus-Teams, das Commander Shepard wieder zum Leben erweckte. Lawson hat der Allianz umfassende Informationen über Vorhaben des Unbekannten gegeben, sodass mehrere geheime Cerberus-Operationen vereitelt werden konnten. Lawson ist eine ausgezeichnete Schützin und zudem biotisch begabt. Sie fühlt sich auf dem Schlachtfeld ebenso wohl wie in Konferenzräumen. Yeah. Miranda ist jetzt auch wieder auf unserer Seite. War sie eigentlich schon vorher, aber jetzt kämpft sie auch mit sehr gut. Die 6. Flotte der Allianz. Die 6. Flotte der Allianz war auf Durchreise durch den Rats... Seltor, wahrscheinlich Sektor, als die Erde angegriffen wurde. Die Männer und Frauen an Bord mussten sich Aufnahmen der Vernichtung ansehen, ohne etwas unternehmen zu können. Ihr letzter Befehl von Admiral Hackett lautete, den Kampf zu vermeiden und als Reserve zu warten. Nachdem die 6. Flotte nun so lange gewartet hat, kann sie es kaum abwarten, den Feind anzugreifen. So ist gut. Die 5. Flotte der Allianz. Die Hongkong... Ja, die Cerberus-Verschlüsselungscodes helfen der Allianz dabei, die nächsten Ziele von Cerberus vorherzusagen. Yeah. Ja, und da war doch bestimmt was... Oh. Ich hoffe ganz unten. Die Beschaffung der Ringe von... Oh. Die Elkor waren sehr froh, als der Kodex der Ahnen wieder auftauchte. Mit neuer Hoffnung transportieren sie nun auf der Citadel Vorräte für die Kriegsbemühungen. Jo, okay. Sehr schön. So, dann wollen wir uns doch mal mit den Leuten hier auf der Normandy unterhalten und dann geht's zurück zum Silver Sunstrip. Ja, 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 ja. Na Mensch. Was sind das für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen. Die
dieselben, die sich von Cerberus Reaper Tech in den Schädel stecken lassen. Diese Dreckskerle sind doch keine Menschen mehr. Eben, die ganzen K6-Fälle wahrscheinlich. Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Okay, dann sollte ich wohl mal nach ihr sehen. Bam, 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 bam. Nächster Halt. Also nächster großer Halt, das Cerberus Hauptquartier. Gut, dass der Laden dicht ist. Wie geht es Miranda? Sie wird wieder. Der Laden war sogar für Cerberus-Verhältnisse verrückt. Von wegen, der Zweck heiligt die Mittel. Wie kann man Unschuldigen sowas antun und sich einreden, es wäre für die Menschheit? Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich der Unbekannte noch im Spiegel anschauen kann. Ganz ehrlich, das frage ich mich schon länger, mit diesen irren Augen. Was er sich auch dabei denkt, er wird es nicht mehr lange tun. Ja. Verdammt richtig, Commander. Ganz genau. Hallo, Shepard. Na? Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Na dann. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Okay. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür. Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Es geht nicht nur ums Überleben. Manchmal muss man für etwas einstehen. Aber es gab keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie sind gescheitert. Und niemand konnte fliehen. Dann ist Unterwerfung also besser als Auslöschung? Meine Primärfunktion ist Schutz und Verteidigung. Nein. Ich sehe das anders. Aha. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Oh, schön. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Eli. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod. Yeah. Willkommen in der Crew, Eli. Das wollte ich hören. Na, wie war's? Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Ich wäre gerne einen Moment alleine, Shepard. Ich gehe die Literatur der Menschen durch. Okay, tu das mal. Commander? Du hast auch nichts mehr, ne? Okay. Dai, di, dai, di, dai, 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 dai. So, der armen Tali geht's nicht gut, ja? Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Schon wieder? Oh, ANN-Alarm. Neuer Artikel über quarianische Flotte. Von Automatische Index-VI. Palavan, die turianische Hierarchie, eine der stärksten und meistrespektierten Bodenarmeen der Galaxie, erweist heute einem ungewöhnlichen Verbündeten die Ehre. Den Marines der Quarianischen Flotte. Ihr geschwächtes Immunsystem zwingt die Quarianer und ihre Truppen normalerweise dazu, an Bord von Schiffen zu bleiben. Aber als ein technisches Notfallteam benötigt wurde, um ein Kommunikationsportal am Boden zu reparieren, das wichtige Informationen an das turianische Militär übermitteln sollte, meldete sich ein quarianisches Team. Unter dem Kommando von Truppführer Carl Rieger, führten die Männer die Reparatur durch und opferten dann ihr Leben, indem sie die Stellung hielten, bis kroganische Soldaten eintrafen. Als die Turianer die Evakuierung anboten, lehnte Rieger ab. Das Portal dürfe unter keinen Umständen fallen. Er sagte, mehrere Schäden an ihren Exo-Anzügen würden eine Evakuierung ohnehin nicht zulassen. Wir sind sowieso alle tot, so Rieger wörtlich. Hauptsache, die Kerle bezahlen dafür. Ein Sprecher von Primarch Victus lobte die Tapferkeit des Trupps. Ungeachtet unserer Politik in der Vergangenheit steht die Galaxie heute gegen eine gemeinsame Bedrohung zusammen.
sagte Victus. Das Opfer unserer Verbündeten von Runoch beschämt uns, und wir versprechen ihnen, im Bedarfsfall dieselbe Ehre zu erweisen. Von Allianz News Network, ihrem Informationspartner. Och, na toll. Wir hören ausgerechnet dann vor Kariga und dann ist er gestorben. Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Hier bin ich. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Na. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen es nur noch nicht. Genau. Wenn Ihre Basis nur noch Asche ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Genau. Danke. Sehr gut. Noch was? Commander? Okay. Ich wollte es ja nur wissen. So. Dann werde ich jetzt erstmal mit Steve noch... Ach da. Mit Steve noch reden. Na, und? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie nach mir sehen. Nicht wahr? Wehe nicht. So, und ich habe eine Waffe gefunden, die ich jetzt nochmal schnell hochpushen kann. Wenn es Geld reicht. Ach so, ich habe sogar mehrere Waffen gefunden. Na dann, pushen wir doch mal beide hoch. Erstmal die teure, dann die billige. So. Und James, was hast du zu erzählen? Ich kann nicht glauben, dass der Unbekannte wirklich eine Methode zur Kontrolle der Reaper gefunden hat. Ich meine, er ist völlig irre, ganz klar. Aber verdammt, stellen Sie sich vor, er wäre auf unserer Seite. Tja. Aber ich nehme an, genau das wollen die Reaper. Dass wir uns alle gegenseitig bekämpfen. Teile und herrsche. Ganz genau. Noch ein Grund, sie zu hassen. Jupp. Ich kann es kaum erwarten, dem Unbekannten Feuer unterm Arsch zu machen. Oh ja. Ich frage mich, was er wohl gerade denkt. Man weiß einfach, dass er einen Plan hat. Ich habe die Tegel-Daten gesehen, die Hackett geschickt hat. Ich weiß zwar nicht, was das Ding eigentlich macht, aber ich finde es höllisch beeindruckend. Oh ja. Hören Sie dieses Summen? Oder bin das nur ich? Das ist ja riesig, das Ding. Okay. Ja, dann werde ich jetzt erstmal eine kleine Gamepause wieder machen. Und Pause im Maschinendeck machen. Machen wir die Pause mal bei Diana. Eilmeldung. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimmsten Kriegsverbrechen von Cerberus. Die Zuflucht, beworben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon, in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Tja. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Tja, also jetzt ist es definitiv offiziell geworden mit der Zuflucht. Jetzt wird da garantiert keiner mehr hin. Auch nachdem es jetzt in den Nachrichten sozusagen war. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's wieder zurück auf den Silver Sunstrip. Also, bis denn dann. Tschüss.